Es ist Zeit für Moni fragt. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Moni fragt, die letztes Jahr schon ein bisschen was her und heute mein Gast ist die liebe Brina. Hallöchen! Woher kennt man dich denn? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich bin bei Instagram und bei Facebook unter Brina and Wonderland unterwegs. Es geht um Disney, Freizeitparks und natürlich um Outfits im Disneyland. Und deswegen sitzt du ja bei mir. Richtig. Heute reden wir nämlich über das viel diskutierte Disney-Bounding-Thema. Da bist du ja die Expertin drin. Mein Hobby. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon, dieses Disney-Bounding? Wann war dein erster Bound? Das war 2016. Angefangen hat es mit einem Minnie-Maus-Bound, also ganz easy. Und mein zweiter, etwas, ja, wie nennt man das? Kompliziertere war dann ein Snow White zur Halloween-Party im Disneyland. Aber ich sehe gerade, uns fehlt noch was auf dem Kopf, oder? Ganz dringend. Das klassische Ritual bei Moni fragt, es gibt Aufblasohren. Und du darfst dir natürlich ein paar aussuchen. Hier. Oh Gott, wir verlieren die Hälfte. Hast du ein paar? Ja. Du hast zwei? Ja, ich habe hier mal. Du hast mehrere. Dann nehme ich das auch, weil das passt eigentlich heute sehr gut zu meinem Outfit. Das stimmt, ja. So. Jetzt siehst du genauso dämlich aus wie Daniel. Ja, sieht doch toll aus. Weil Jessie hat es ja nicht hinbekommen. Bei ihr gingen die alle kaputt. Ich finde die klasse. So, ich packe erstmal weg. So, jetzt sind wir bereit. Fühlst du dich wohl? Ja, klar. Ja, mit dem Ding? Ich sitze öfter so in der Stadt. Ja, wir sitzen hier gerade in der Innenstadt von Kaiserslautern. Aber ich muss korrigieren, das hier ist schon die Altstadt. Das ist schon die Altstadt. Aber es ist Sonntag und es sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Ja, was ist eigentlich Bounding, Brina? Also Bounding kam daher, dass es ja verboten ist in den Disney-Parks für Erwachsene, verkleidet als Prinzessin, Prinz. Bis 12 Jahren, oder? 14, glaube ich. Ich bin mir gar nicht... 12 oder 14. Ja, so sicher. Und das ist ja verboten und daher kamen ganz schlaue Köpfe auf die Idee, Disney-Bound zu betreiben. Das heißt, aus ganz normalen Alltagskleidern oder ich mache es ja eher so im 50-Style, die Farben eures Lieblingscharakters nachzumachen. Beispiel an Minnie, einfach ein gepunktetes rotes Kleid und vielleicht gelbe Schuhe, wenn ihr die habt und schon seid ihr eine süße Minnie-Maus. Ich würde sagen, wir blenden jetzt mal ein Bild von dir ein. Das war ja auch dein erster Bound. Hast du da noch ein Bild? Ja. Das kannst du mir dann zur Verfügung stellen. Das blende ich dann im Video ein, wie das dann aussieht. Gerne. Und apropos 50-Style, da gibt es ja auch noch den Dapper Day, oder? Was ja, hat sich, richtig. Was hat es damit auf sich? Das ist, ja... Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das begonnen hat, aber damals, als Walt Disney die Illusion von einem Freizeitpark hatte und die ersten Artworks kamen, waren halt die Menschen noch super schön gekleidet. Es war halt so, dass man nicht wie jetzt viele in Jogginghosen... Sonntagskleidung kann man sagen. Genau, genau. Sonntags, wobei ja Jogginghosen mittlerweile... Auch hier Sonntagskleidung sind. Meine ja. auch jetzt, ja. muss ich sagen. Aber früher ist man ja in die Kirche gegangen. Genau, ne? richtig. Und da war man schick angezogen, hat ein schönes Kleid an. Die Männer waren Anzug, genau. Und daher kommt das einfach durch diese Artworks. Es heißt aber nicht, dass man sich jetzt in den 40er, 50er oder 60er kleiden muss. Man kann auch einfach ein schickes Kleid von heute, 70er, 80er, 90er anziehen. Egal, Hauptsache man ist toll und schick gekleidet, wie man... Das zelebriert man sozusagen immer noch im Disneyland, in allen genau. Disney-Parks. Ist das genau, nicht? Es gibt einen Dapper Day in allen Disney-Parks. Es gibt die offiziellen, die sind in Tokio. Disney World, da geht es sogar mehrere Tage. In Paris ist es immer ein Tag. Und ich hätte gedacht zwei. Ich dachte immer im Mai oder im September. Genau, aber nicht ein ganzes Wochenende oder eine okay. ganze Woche, nur sondern ein Tag dann im Frühling und einer im Herbst. Wie oft hast du Dapper Day jetzt schon mitgemacht? 5 oder 6 Mal.
Was war dein bester Gruppenball? Ihr macht ja das immer so als Gruppe, ne? Nee, nicht immer. Das hatten wir jetzt einmal mit Holger und Casey. Haben wir ein Gruppenbonding gemacht. Da haben wir Cinderella gemacht. Und einmal mit Angie, Peter und Mischa. Da haben wir Aladdin gemacht. Ja, daran erinnere ich mich noch. Sah richtig gut aus. Können wir auch ein bisschen mal ein Foto zeigen? Ja, na klar. Wir hoffen ja jetzt auf dieses Jahr, ne? Dass der Dapper Day noch Wäre stattfindet. toll, ja. Ich Letztes Jahr ist er würde ja mich sehr freuen. ausgefallen. Wie bist du denn zum Thema Bounding gekommen? Ja, ich gehe schon immer gerne in die Freizeitparks oder in Disney-Freizeitparks und mir war das irgendwann dann zu langweilig, nur normale Disney-T-Shirts anzuziehen und habe das dann irgendwann mal auf Instagram entdeckt und dann auch für mich entdeckt. Und seither mache ich das eigentlich regelmäßig. Nicht bei jedem Besuch, aber schon. Immer ein, zwei müssen dabei sein. Bei unserem letzten Trip waren wir ja Tick, Trick und Track Genau. und die Jessie als Daisy. Welche Basics sollte man denn im Schrank haben, um Boundings realisieren zu können? Also was ich immer ganz praktisch finde, sind Kleider und Röcke. Die kann man gut kombinieren. Bei mir hat es ja angefangen mit dem Mini? roten Kleid, mit dem Mini. Das kann man aber eigentlich nur für Mini benutzen. Was ich als Basic ganz gut finde, ist ein gelbes Kleid, weil man kann damit Simba machen, man kann damit Winnie Pooh machen, Schneewittchen. Also ein gelbes Kleid ist, glaube ich, Bell. so. Belle kann man machen, genau, habe ich auch schon gemacht. Ein gelbes Kleid ist, finde ich, so ein Allrounder, Allrounder. ja. Ich habe auch gelernt, gelbe Schuhe. Ja, die kann man auch für vieles nutzen. Auch Ja. für Belle, Schneewittchen, Simba und für Mickey. Mickey, Minnie, Die Donald, ganzen, Daisy. ja, Ja, die ganzen Enten. gelbe Schuhe sind für Bounding irgendwie ein Muss. Also ein gelbes Kleid und gelbe Schuhe würdest du jetzt sagen, sollte jeder im Schrank haben, um das ein oder andere Bounding realisieren zu können. Also der Hintergrund ist ja eigentlich der, dass man Bounding ja mit den Alltagskleidern macht. Also man kann auch so zur Arbeit gehen. Ich laufe auch durch die Stadt und gucke dann und sehe ganz oft, warum auch immer, Männer, die gelbe Hosen und ein rotes T-Shirt anhaben. Und da denke ich mir immer, Mickey. puh. Ach, Puh. Winnie Puh. Ja, Winnie Puh. Und wenn man aber es jetzt eher so auf den 50-Style macht, dann Schon mit Fliege und ja. Hosenträgern und sowas. Genau, finde ich, das hat dann immer in den Parks noch etwas mehr. Natürlich für den Alltag, wenn man damit zur Arbeit gehen will. Ja, ich habe auch so ein türkisenes Kleid, das hatte ich mal im Sommer an und dann hat mir einer auf Instagram geschrieben, du siehst aus wie Jasmin. Ja, Bin ich gar nicht selbst drauf gekommen. ja, man kann halt wirklich viel machen und irgendwann, wenn man das viel macht, gehst du auch durch die Geschäfte und denkst, boah, die Jacke könnte ich jetzt noch dafür Mittlerweile benutzen. gucke ich jetzt auch durch die Online-Shops und denke mir, okay, was könntest du jetzt als für einen Bauern benutzen Ja, und im Alltag tragen? das ist ganz praktisch. Aber ich finde, also, wie gesagt, ja, gelb ist irgendwie basic bei Disney. Und welche Bounds würdest du für Anfänger raten? Minnie und Mickey, definitiv. Die sind eigentlich super easy. Schwarze Hose für Mickey hat in der Regel jeder zu Hause. Ein rotes Top-T-Shirt und dann vielleicht noch eine Fliege. Gelbe Schuhe Gelbe Schuhe, wenn man hat, ja. und halt dann Ohren. Genau. Da sind Ohren erlaubt. Da sind Ohren erlaubt, ja. Da bin ich ja mit Brina immer so in Diskussionen, ob man Ohren zu anderen Bauern setzt, wie Cinderella oder bei den Enten. Ja. Da ziehst du keine Ohren an. Nee, also Mickey und Minnie, da darf man Ohren benutzen. Ich finde auch bei Donald dürfte man Ohren benutzen. Also nicht die Ohren, Die wir jetzt. wie wir jetzt haben, oder so Mickey Maus Ohren, sondern es gibt ja diesen Haarreif Ah ja, mit den Mit dem Füßen. Hütchen. Nee, nicht mit dem Hütchen. Also nur das Hütchen Aber es gibt ja praktisch. auch die umgedrehten Füße. Ja, aber die finde ich für den Bauen auch wieder nicht passend. Okay. Ja, und was auch noch, es gibt ja die Simba-Ohren. Genau, die sind super. Ja, oder die Stitch-Ohren. Die finde ich für den Bauen in Ordnung. Aber jetzt, wenn ich jetzt eine Prinzessin mache, so zwei Mickey-Maus-Ohren mit den Prinzessinnen drauf, würde ich persönlich für den Bauen nicht anziehen. Ich finde es halt, für mich müssen irgendwie Ohren im Park sein, deswegen. Aber Naja, deswegen ist es ja so schön individuell. das stimmt. Und wo kaufst du denn deine Bounding-Sachen? Also geht das auch günstig oder müssen es immer irgendwelche teuren Sachen sein? Ich kaufe fast immer günstig. Also meine Kleider, die kaufe ich meistens bei Amazon. Da liegt dann eins zwischen 20 und 50 Euro. Genau, da finde ich, hat man eine Riesenauswahl an solchen Kleidern. Aber auch bei Primark, bei H&M, Zara, eigentlich überall. Wo man was Farbiges findet. Ja, man braucht viele Cardigans. Viele Ich Ka brauche oft Cardigans, ja.
Ja, wir waren 30 Grad, aber der Cardigan musste sein, sonst hätte das Board nicht gepasst. Richtig, ja. Ja, dein Lieblingsbaron bisher. Soll ich raten? Rate du mal, dass ich muss. Ich Ich würde bei jetzt sagen Baymax, weil du den ja, das war ja eine richtige Story bei dir in Shanghai war das, ne? Ja, genau, ja. Jein, also mein richtiges Baymax-Bounding, was ich ja machen wollte, hatte ich ja noch gar nicht gemacht. Ich habe die Sachen schon alle zu Hause. Das war eigentlich Das für kommt Disney noch. World geplant. Genau, das ist ja leider ausgefallen. Ich habe ja dieses T-Shirt mit Baymax drauf und das Kleid, wo auch Baymax drauf ist. Es ist für mich aber kein so richtiges Bounding. Für Baymax hatte ich mir eigentlich überlegt, mein weißes Kleid anzuziehen, eine graue Jacke. Und dann hatte ich mir so eine super hässliche Sonnenbrille mal bestellt. Du kennst die, die hatte ich nämlich, Die weiße, ja, die ja. weiße. Also so ein ganz dickes weißes Gestell mit ganz Sie hat schwarzen auch so ein Gläsern. bisschen 50s-Style. Genau. Sie ist total hässlich, aber für Baymax finde ich persönlich super gut. Und dann hatte ich mir überlegt, es gibt solche Taschen mit dem roten Kreuz drauf, dass ich die vielleicht noch nehme, weil Baymax So ein Helfer. ist ja ein Helfer und der braucht diese Tasche. Aber das war jetzt nicht dein Lieblingsbound bisher. Nee, weil ich ja noch nicht anhatte. Was ist dann, was war denn bisher dein Lieblingsbound? Das bisher, zeigen wir natürlich auch noch im Bild. ja, wahrscheinlich Genie. Genie. Ich mag das blaue Kleid relativ gerne. Das zeigen wir jetzt natürlich, wie das aussah bei dir. Das war das Einzige. Ich mag eigentlich alle meine Bounds. Ich hatte mal ein Fail-Bound. Also ich meine, es ist ja, Bounding ist ja Fantasie. Und deine eigene Fantasie. Also du stellst dir vor, das und das kann man aus den Farben erkennen. Und wir waren mal, hatten ein Gruppenbounding gemacht. Meine Schwester war Ariel. Ich sollte Fabius sein und eine Freundin von mir war Sebastian. Und ich hatte mein gelbes Kleid an, eine blaue Jacke, einen blauen Haarreif und die gelben Schuhe. Und für mich war das eindeutig Fabius. Aber die Leute haben mich alle als Schneewittchen oder als Belle gesehen. Ja, müssen wir wahrscheinlich in der Gruppe. Hat man es in der Gruppe gesehen? In der Gruppe, finde ich, hat man es gesehen, aber So allein. so alleine wurde ich immer als Belle angesprochen Ja, oder als ich war Schneewittchen. ja der Blaue von Tick, Trick und Track und wenn ich alleine so stände, dann hätte ich auch Donald sein können. Ja, das stimmt, aber Ja. das passt ja dann auch nicht, Ja. weil das war ja nicht so ganz weit weggeholt. Ja, wir machen es ja auch zur Zeit so mit der Maskenpflicht, dass man die Masken ja auch an die Die muss man Farben. natürlich auch anpassen, ja. Also das war dein Fail-Bound. Tipps und Tricks fürs Bonden. Da kannst du ja, glaube ich, ein Buch empfehlen, Ja, genau, oder? das habe ich mir auch geholt, dieses Buch. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Ja, Infobox. genau, und das ist super easy. Also ich habe so angefangen, dass ich mir damals, gab es dieses Buch noch nicht, bei Google einfach eingegeben habe, dann zum Beispiel Disney Ariel Bound. Bound oder das, was ich halt machen wollte, Ariel Bound, und habe mir dann mal angeguckt, was andere so machen. Es gibt auch tolle Templates, wo so Ideen drauf sind. Die sind ja auch hier im Buch drin. Ja, genau, und die gibt es auch. Captain Hook zum Beispiel, jetzt ist irgendwas Ja, aufgeschlagen. genau. Und solche Templates gibt es halt auch bei Google, Instagram Bei und Instagram verfolge ich auch so einer Seite, die genau. haben ganz, ganz viele Genau. Und da Inspirationen. habe ich mir dann immer ein paar Inspirationen geholt. Und mittlerweile sind die einfach im Kopf. Also am besten, wenn man anfangen will, einfach mal gucken, wie kombinieren andere. Ja, hier Alice zum Beispiel. Also könnt ihr euch ganz viele Inspiration holen. Und am Anfang steht ja auch, ne, die Basics. Die haben ja darüber Genau. auch gesprochen, was man unbedingt im Kleiderschrank haben muss. Ja. Also das Buch, wenn ihr mal mit Bounding anfangen wollt, ist Ist eine schon Empfehlung. hilfreich, ja, das stimmt. Ja, und was mir so vorkommt, dass viele sich einfach nicht trauen. Ja. Und das sollte man einfach weglegen. Ich meine, geht ins Disneyland, da sind verrückte Leute, die haben drei Outfits an einem Tag dabei, die schämen sich auch nicht. Und deswegen, also so ein Disney-Bound, traut euch einfach. Und auch wenn ihr im 50-Style geht, Ein Unterrock, ne? Du ja, trägst mit, ich immer habe immer, also zu so ein 90% habe ich immer einen Unterrock an. Und die Leute feiern das aber. Also man wird nicht doof angeguckt. Die Leute kommen auch auf einen zu. In Amerika natürlich mehr als jetzt hier in Europa. Und machen euch Komplimente für eure Outfits. Also einfach trauen. Das hatten wir auch, ne? Wo wir jetzt unterwegs waren, haben auch Ja. ganz viele gesagt, boah, ihr seht so cool aus, zu viert, ne? Ja, In das diesem stimmt. Gruppenbound. Und wenn Also einfach jetzt, trauen. ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Mini durch den Park geht und trefft dann Mickey, Ja. der feiert euch dann so sehr und da habt ihr nochmal eine ganz andere Interaktionen mit Die den Characters Charaktere sind immer selber. ganz toll, also ja. Klare Empfehlung fürs Bounding. Definitiv. Ihr habt einen ganz anderen Tag im Disneyland als mit einem normalen Outfit. Und es entstehen natürlich super schöne Fotos. Definitiv, ja.
Wir kommen schon zur letzten Frage. Kann man denn Bownings auch im Alltag anziehen? Das hatten wir eben schon Hatte ich schon kurz. angesprochen, ja, tatsächlich. Also wenn ihr mal die Augen aufhaltet, ihr werdet in der Stadt oder auch im Fernsehen ganz viele Leute sehen, die einen Disney-Bound anhaben und es gar nicht wissen. Ich hatte mal einen Fahrradfahrer vor mir. Ich frage mich heute noch, wie er auf die Idee kam, das so zu kombinieren. Der hatte eine grüne Hose an, ein lila T-Shirt und dann hatte er ein rotes Kopftuch an. So, so ein, Ariel. ja, der war eine Ariel. Ich dachte mir so, hat dem seine Freundin ihm eigentlich nicht gesagt, dass diese Kombi nicht geht, aber im Zusammenhang als ein Disney-Bound hätte es halt gut gepasst. Und, Ja, hätte auch beim Run Disney mitmachen können, wahrscheinlich. definitiv, definitiv. Da Und gibt es ja auch super viele Kostüme immer. ja, also Disney-Bound geht im Alltag Ja, ich hatte ja überall. auch das Jasminkleid, was ich gar nicht so gesehen hatte. Ja, das ist, man kriegt dafür irgendwann immer mehr das Auge, was Es da. reicht auch schon ein rosa Kleid. Mit den Accessoires sieht man aus wie Aurora. Ja, das war's leider schon. Hast du noch was zu sagen zum Bowning, was du den Leuten mitgeben möchtest? Traut euch einfach. Also das ist immer die Sache. Ich kriege ganz oft auf Instagram Nachrichten. Ich traue mich nicht. Ich habe Fragen. Kann man das so kombinieren? Ja, ihr könnt alles kombinieren. Solange ihr euch wohlfühlt, ist es egal. Und dann zieht's an und geht so in den Disney-Park. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr unsicher seid, könnt ihr der Prina natürlich immer schreiben, ob das Definitiv. passt, ob das ein Bound ist, wäre. Könnt ihr gerne Prina über Instagram Ja, schreiben. gerne. Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst bei Vielen dem Dank für die Interview, Einladung. bei dem zweiten Versuch. Wir haben es ja schon mal versucht, da haben die Mikros nicht funktioniert. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Die Ohren darfst du natürlich behalten. Ach, super, die brauchen wir gleich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao!